Oh mein Gott, nein, Michelle. Mit dir veranstalte ich hundertprozentig keine Pyjama-Party. Ich könnte jetzt was sagen, aber ich lasse es lieber. Dass wir schon mal eine Pyjama-Party gemacht haben. Nein, nicht das. Was denn sonst? Dass wir eine Pyjama-Party ohne Pyjama hatten. Logisches! Hey ho! Hi! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gravity! Und das natürlich nicht alleine, denn ich habe meine Lieblingsgrazie Michelle dabei! Hi! Und zusammen werden wir uns heute in die Weiten von Gravity stürzen. Und ihr wisst, was zu tun ist, wenn ihr mehr davon wollt! Seid einen fetten logischen Daumen nach oben durch, jetzt geht's los! Komm schon, ich hab's geschafft! Nein, ich hab Wolken. Ich sehe nichts durch die Wolken. Ich hab's geschafft! Lol, hier gibt's aber so Jump-Pads. Ich schaff das bis ins Wasser. Ich schaff das bis ins Wasser. Ich hab das bis ins Wasser geschafft. Nein. Komm schon. Ich kenn das Level gar nicht. Das ist aber cool. Nein! Ich zerschelle die ganze Zeit. Okay, ich hab's auch geschafft. Nein, Gott, nein, komm nein, schon. Cast. Nein, nicht Cast. Nicht Cast als letztes Level. Nein. Michelle, wir können drüber reden. Michelle, bitte halt an. Wenn du mich vorher reinlässt, kriegst du ein Eis. Ja! Hey, wo läuft denn der Typ hin? Hä? Der will hier wohnen. Der Typ ist komplett falsch. Hä, Digga? Also, wir hauen uns aufs Maul. Was zum Teufel bin ich? So, jetzt geht's los. Meine Sichtweite ist immer noch zu ge... Ich hab's geschafft. Wo ist das Portal? Warum weißt du, wo das Portal ist? Weil ich gesehen habe, wo die anderen Spieler hingelaufen sind. Nein! Komm schon, Logo, komm schon! Komm übrigens immer näher. Zu was kommst du immer näher? Zu dir? Zu mir, Michelle? Ja. Willst du ein bisschen kuscheln? Was muss man hier machen? Man muss irgendwie von Slimefeld zu Slimefeld. Die Map ist neu. Kann das da... Oh. Sehen wir auch gleich. Dezente Abfuck, die Map. Okay. Durch. Ich habe die dritte First Try geschafft. Was ist los mit dir? Die Map ist zu dunkel für mich. Du gewinnst es. Ich schaff das nicht. Ich sehe hier aber auch nicht wirklich viel. Aber die ist schwer. Die ist... Naja. Michelle, weißt du, wer sie geschafft hat? Ich hab sie auch geschafft. Nein, bitte, Micha! Ja! Komm, Logo, komm! Nein, das sieht so episch aus. Du bist einfach straight wieder zerschellt. Oh, Michelle, du hast es! Was ist hier jetzt eigentlich? Wasser. Hier ist ein... Hier ist so irgendwie so... Du lockst mich jetzt nicht dahinter, um mir das anzuschauen. Doch, ich war doch hier versprochen. Sicher? Ich komm sogar mit dir rein, komm. Aber nein, da ist jetzt noch jemand. Erwartet der auch? Nein, er wartet nicht! Nein. Nein, der wollte mir meinen Platz klauen. Ja, Michelle, ist ja auch mal gut, dass du dich mal wieder wäscht. Aber an sich solltest du dann schon finishen, wenn du kannst. Hört sich an wie so eine Kettensäge. Oh mein Gott, nein, Michelle. Mit dir veranstalte ich hundertprozentig keine Pyjama-Party. Ich könnte jetzt was sagen, aber ich lasse es lieber. Wir schon mal eine Pyjama-Party gemacht haben. Nein, nicht das. Was denn sonst? Dass wir eine Pyjama-Party ohne Pyjama hatten. Okay, nein, das ist verstört. Eine Pyjama-Party ohne Pyjama ist eigentlich keine Pyjama-Party mehr. Das ist eine Pyjama-Party ohne Pyjama-Party. Das klingt... Nein, hä? Schön. Dann wäre das jetzt auch geklärt. Eine Pyjama-Party. Ohne Pyjama-Party. Ich hab den Level lauter lachen. Oh mein Gott. Das war genial. Michelle, wollen wir denn mal eine Pyjama-Party ohne Pyjamas machen? Ja. Boah, es klingt nach Spaß. Was machen wir dann eigentlich? Weiß ich nicht, eine Pyjama-Party ohne Pyjamas. Ich mach heute Party! Jetzt kommt Stage 5. Oh Gott, wie oft habe ich die Map hier schon gespielt?
Ja, du wartest trotzdem auf mich? Nein, Michelle, warum soll ich auf dich warten? Weil ich nett bin und dich immer vorlassen würde. Michelle? Davon sind alle Fakten, die du genannt hast, straight gelogen? Nehmen wir mal als Beispiel Runde 1. Nein, da waren technische Differenzen im Spiel, Michelle. Ach so. Finish! Ich bin gut im Aufs Maul fallen. 95.697 Mal in meinem Leben schon. Ich will es gar nicht sagen, ich finde das so verstörend. Könnten wir, wir schneiden es einfach raus. Okay, können wir dich wieder zum Pyjama-Thema wechseln? Ich meine, das war viel besser. Du bist Kung-Fu-Panda! I'm a Kung-Fu-Fighter! Oh, verdammt, es geht los! Ich hab dich gut abgelenkt. Ach Gott, Michelle, hör auf mit diesem Psychotech-Kocker. Ich war fast drin! Und das, obwohl ich so eine Verspätung hatte! Gott, das klingt im Nachhinein so falsch! Ja, dachte ich mir gerade auch. Das Level hier ist verdammt hart. Darf ich das mal so anmerken? Ich kenne harte Dinge. What the fuck, Michelle? Bitte, stop that! Ach, man muss in das Loch. That was he said. Oh Gott, jetzt kommt dieses komische Volcano-Level. Ich verstehe das immer noch nicht. Gott, man muss in den Vulkan reinfallen. Ja, spuckt es da was auch immer für eine Säure oder so? Na, das ist Lava? Ja, aber warum hat es so eine komische Form? Warum schwebt es? Na, weil das gerade am Rausschießen ist. Ja, ich bin auch am Rausschießen. Gott, du bist ungebildet, Michelle. Kennt doch jeder die guten alten Vulkane, aus denen einfach Magma spritzt. Ach nein, Michelle. Oh, jetzt bin ich direkt Instant-Karma, habe ich mir direkt die Fresse zerschlagen. Machst du das nicht immer? Jetzt kannst du ein Plus machen. Plus eins. Verdammt, ich dachte, wir zocken eine normale Folge Gravity und nicht, dass wir hier so einen Kauderwelsch rumwerfen. Du kriegst auf der Gamescom schon mindestens 900 verdammte Kugeln Eis. Reichen die 900? Dir nicht, Michelle? Oh, na, schön, dass plus du die Zahl verdoppelt hast. So wie ich dich verressendes Ding kenne, werde ich davon nicht eine Kugel abbekommen. Da, du kriegst einen Löffel ab. Aber nicht so ein, nein, nicht so einen kleinen Teelöffel. Okay, Esslöffel, sondern diese kleinen Löffel, die du beim, bei der Eisdiele immer bekommst, diese kleinen Plastik. Einfach nur so ein ganz kleines Ding. Wenn du das isst, dann machst du Hattie-Geräusche. Gott, wie ist das? Du schlägst so an dem Eis und dann... Genau so läuft das, oder? Go! Nein, warte, volle, Kursitz. Ja. Yes, ich hab's geschafft. Stell dir vor, man könnte hier ein Einhorn haben, dann kannst du darauf reiten und es kann rumfliegen. Und es pupst irgendwie Flammen. Also auf ein paar Stufen ist das ja süß. Aber auf allen anderen Stufen ist es absolut verstörend, wenn ich so darüber nachdenke. Du bist immer noch ein Delfintrainer. Ja und? Lass mich doch. Du musst da in den Mund. Wieso muss ich denn in den Mund? Ach, bei dem Drachen muss ich in den Mund. Ich dachte gerade beim Delfintraining. Du Laie, du hast doch keine Ahnung, was ich überhaupt mache. Weißt du, wie anstrengend dieser Job als Delfintrainer ist? Was? Bist du schon bei 4? Ja. Oh Gott, nein, jetzt muss ich mich ja richtig anstrengen. Nein, du kannst auch Runde auf K gehen. Ich mach das alles hier alleine. Ja, instant halt einfach mal die 4 direkt geschafft, Michelle. So, jetzt bin ich bei 5. Nein, ne? Futuristik habe ich aber auch direkt geschafft, also. Kaufst du mir ein Kuscheltier? Oh. Bitte kaufst du mir ein kleines Kuscheltier? Ja, so ein Apohorn. Oh, na klar. Also jetzt mal ehrlich, wa? Nur so als kleine Fanfrage. Nie, dass es das vielleicht nie geben wird. Aber wie sehr auf einer Skala von 1 bis 10 würdet ihr ein Kuscheltier feiern, was ein Apohorn ist? Bis andere Seite. Komm, wir gehen synchron rein. Nö. Deswegen, ich bin perfekt. Camouflage, pass auf. Jetzt bin ich unsichtbar. Ja, jetzt stehst du vor mir. Nein, verdammt, Michelle, ich bin unsichtbar. Bin nur so ein paar Blöcke hinter dir. Und ich habe erst einen Fail. Come on. So, Level 2. Nein. Ich weiß nicht, wie man durch die Löcher kommt. Oh, ich hab's geschafft. Oh. Und? Nein. Doch, ich bin geh direkt hinter dir. Das sehe ich nicht ein. Oh Gott, ich bin zerschlagen. Komm schon. So, Stage 3. Okay, wir sind noch gleich auf. Nein. Ich mag das dritte. Ja, ich hab das dritte geschafft. Jawohl. Ich hab's jetzt auch geschafft. Gott, wie unverdient, Michelle. Ich bin hinter dir, bleib mal stehen. Oh nein, jetzt kommt dieses Star Wars Level wieder. Oh nein. Das ist eigentlich voll einfach. Warte. Oh, scheiße. Ich konnte die auch mal, aber ich bin mittlerweile einfach zu hohl dafür. Ich hab sie. Ich auch. Ich bin direkt hinter dir. Nein, geh weg. Komm schon. Los. Okay, letzte Stage. Nein.
Jetzt entscheidet sich das. Da. Ich schaff das. Oh Gott, nein! Oh Gott, bitte, nein! Nein, bitte, ich bin auch schon wieder tot. Bitte. Bitte. Nein, ich schlag die ganze Zeit auf. Ja. Oh ja! Wow! Die Unity Trauma Party. Gott, was war denn das gerade? Kam da deine tiefe Männerstimme raus? Ich mache nie wieder mit dir eine Pyjama Party. Yo, das war's mit der Folge Gravity. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja und ihr mehr davon wollt, wisst ihr, was zu tun ist. Dann einen fetten logischen Daumen nach oben durch. Und ich würde sagen, wenn ihr kein Minecraft-Video mehr wie das hier verpassen wollt, dann stellt einfach mal den Abo-Button durch. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen Abend zu einem neuen logischen Video wieder. Bis dann, bleibt ihr logisch. Haut rein und logisches Cheerio. Ciao.